Hi Leute und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir machen direkt weiter. Wir dürfen Blumen ausliefern. Zusammen mit Aerith. Und mir ist das alles viel zu idyllisch hier. Hier wird noch irgendwas passieren. Oh, da geht's nach links. Wir gehen wieder in die andere Richtung. Jetzt regt sich Aerith sicher gleich auf, warum wir hier oben rumlaufen. Och nö. Ich hasse es, wenn man in Richtung gezwungen wird und sich nicht umschauen darf. Es läuft mich sogar automatisch zurück. Ah. Sowas ärgert mich an Games immer. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Blumen wählen. Wähle die Blumensorte aus, die zum Helmchenhof geliefert werden sollen. Drücke in der Nähe des Blumenfeldes Y, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du auswählst hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. Oh, okay. Ich will weiße. Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Ach, ich darf nicht weiter hoch. Darf ich nur zwischen denen wählen? Du wählst wirklich Borstenhirse? Borstenhirse? Da werden die Kinder sicher staunen. Das hört sich nach Cloud an, ja. So einfach irgendwelches Unkraut. Sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Ich hätte gerne ein paar andere mitgenommen, aber okay. Du wirst ja zwangsläufig in eine Richtung gedrückt beim Blumensammeln. Du brauchst ja auch kein Tutorial geben. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Von Kindern. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Ein bisschen wackeln, ein paar verlieren. Kommt nur die Hälfte an. Ist da hinten eigentlich noch irgendwas? Ach, ich darf wieder nicht. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Super begeistert, wie immer. Man könnte echt eine Compilation mit seinen Ächzern und Seufzern machen. Weil er mal wieder nicht zufrieden oder unhappy ist. Oh. Moment. Hier ist nichts. Gedacht, ich krieg hier irgendwie eine neue Musikschallplatte oder so. Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Okay. Schön für euch. Ah, da ist der Loot. Hab ich gar nicht gesehen, bin ich blind? Ist denn ein Schnelltrank? Ja, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um jetzt, wo wir es dürfen. Hier sollen wir hin, das heißt, wir gehen jetzt mal darüber und schauen zum Waffenhändler. Was? Und wir müssen auch zum Materia-Typen, wo wir die Analyse immer für machen. Oh, was ist mit dir? Oh. Dich kenne ich doch. Wo ist Aerith? Im Helmchenhof. Na supi. Das hat sich ja gelohnt. Bist du etwa auch in unserem Laden aus? Ja, Cloud als Barkeeper oder so. Sehe ich ihn drin. Oh, was hat er denn? Bei mir findest du nur allerbeste Qualität. Materia-Händler. Och, Materia-Händler, der Musiker TP-Boost, okay. TP-Boost, okay. Barriere habe ich schon. Habe ich. Den TP-Boost nehme ich mal mit. Weiß zwar noch nicht, wie ich den einsetze, aber. Materia gut, alles gut. Ah, da ist er ja. Hallo Cloud! Du scheinst sehr beschäftigt zu sein.
Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Okay. Hat er jetzt irgendwas Neues bekommen? ATB-Boost. Ermöglicht mit LBRB den Einsatz von ATB-Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt, kann nicht in kurzer... Oh, okay. Interessant. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Oh, jetzt weiß ich, warum da überall die großen Areas sind. Chatleys Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht, VR-Missionen. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Sprich mit Chatley, wenn du dich an ihrem versuchen willst. Das war mal. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Aber wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was abzugeben bei dem, oder? Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ja. Abgegeben, komm schon. Abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Provozieren, stehlen. Oh, stehlen. Oh, nice. Oh, shit, ich habe keine Gil mehr. Oh, nein, 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 nein. Ich bin pleite. Oh, Shiva besiegen. Ja. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Läuft's doch wie geschmiert. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Das wird jetzt definitiv ein Wipe. Wahrscheinlich schwach gegen Feuer, oder? Brenne! Ja. Keine Chance. Verschwindet. Los. Feuer. Feuer frei. Ich glaube, ich verliere den Kampf, aber ich würde es jetzt mal probieren auf jeden Fall. Ah, Mist. Sie hat auf jeden Fall eine Feuerschwäche. Ah, nicht mehr schnell genug geblockt. Wow. Machen wir mal einen Pulshieb. Okay, das ist gar nicht gut. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was man gegen ihn macht am besten. Wow, wow, wow. Unschön. Hab alles im Blick. Wir werden wahrscheinlich wipen, aber wir probieren es jetzt trotzdem mal. Okay. Impulsiv. Volle Kraft. Das war's. Feuerer. Oh, ich kann hier drin einen Esper beschwören. Oh nein, 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 nein. Ich bin eingefroren. Ah, ich bin RIP. Oh, Mist. Da hatte dich für einen Moment das Kampfglück verlassen, nicht wahr? Dennoch konnte ich wertvolle Daten gewinnen.
Analysiere den heutigen Kampf und du wirst beim nächsten Mal sicher triumphieren. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal schaffe ich das. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Jetzt redet Opa auf einmal. So, hier drüben gab es Waffen, glaube ich. Aber ich habe sowieso keine Kohle. Ach nee, hier gab es keine Waffen. Habe ich hier irgendwas zum Verkaufen? Das kann doch nicht sein. Irgendwas, wo ich zu viel habe. Es ist halt echt suboptimal. Okay, nee, das bringt mir alles nichts. Ach, den KI-Kern kann man verkaufen, genau. Hatte ich nicht noch andere Sachen von denen mitgenommen? Okay, verursacht. Ah, okay, die Dinger machen Schaden. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Das ist cool. Tschüss. So. Ach, da hinten ist der Waffenhändler. Hä? Was ist das für ein komischer Waffenhändler? Welche darf es sein? Welche? Du hast mehrere. Du hast gar keine Waffen. Betrug? Komm bald wieder! So. Ich glaube, hier hinter durfte ich nicht, oder? Ich sollte nicht einfach. Na, okay, schade. Das wäre aber typisch für dich, Claude. Einfach abhauen, ohne was zu sagen. Dann gehen wir doch wieder zurück, weil ich glaube, wir haben uns als. Wobei, rechts rum können wir noch. Und hier ist auch nichts. Ist auf jeden Fall ein bisschen idyllischer als die anderen Slums. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums, hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Ja, ich glaube auch, wer das ist. Das ist der Typ, den wir schon mal fast gekillt hätten. Weil Cloud mal wieder ein bisschen aufbrausend war. Aber den Shiva-Kampf machen wir irgendwann noch. Erstmal ein bisschen trainieren und ein bisschen stärker war noch. Ich wäre fast über Chatley drüber gestolpert. Wie schauen eigentlich meine Lebenspunkte aus? Ich recke erstmal. Nicht, dass jetzt hier ein Bosskampf kommt. Kommt mir auch absolut bescheuert vor, der wartet auf uns, während wir einfach mal chillen und uns regenerieren. Hier hinter haben die Kinder ihr Geheimversteck. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Aerith, das ist nicht gut. So was macht man nicht. So ist er dann. Mugi! Da bist du ja! Ich habe Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Erstmal die Kiste. Kannst du mir keine Kiste hinstellen und sagen, ich darf sie nicht aufmachen? Blaues Blümchen. Sag doch was. Die ist nicht blau, die ist gelb. Bist du farbenblind? Mann. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Okay. Kinder sind unberechenbar. Ich höre Kampfgeräusche. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Ja, da unten sind schon mal Gegner. Wer wagt es? Ach ja, was soll ich eigentlich für die Analyse machen? Ach, jetzt kann ich. Komme ich jetzt nicht ins.
Hauptmenü oder was? Seltsam. Na, die schlabbern einfach Arif ab. Geht ja gar nicht. Weiß nicht. Ich finde ja ihr Kampfsystem irgendwie ein bisschen weird. Okay, what the fuck? Das hatte ich jetzt eigentlich nicht so geplant. Habe ich hier noch Loot übersehen? Nee. Aber setzt Arif dann... Oh, oh, oh. Aber setzt Arif dann wenigstens ihren schweren Angriff selbst ein? Ich finde das alles ein bisschen weird. Und ich nehme extrem viel Schaden hier. Ach nee, Arif hat zu viel Schaden genommen. So, was ist hier oben? Nochmal Loot. Megatrank, den werde ich wahrscheinlich noch brauchen. So, Arif nochmal hochholen. Ah, da drüben! Erregt keine Aufmerksamkeit. Okay, das kriegen wir irgendwie in Aufmerksamkeit erregen. Es muss also sein. Das war's. Das sollte reichen. Komm. Bereit. Level up. Gleich verteilen. Es ist auf. Verschwende. So. Gute Arbeit. So, was sagt jetzt eigentlich die Kampfberichtinger? So, da müssen wir noch Spezialfähigkeiten bei Gegnern. Schockzustand, okay. Okay, Kampfsimulation mit Esper Shiva müssen wir noch gewinnen. Untersuchen zu Subspezies. Okay, drei Arten einer. Ah, okay. Müssen wir einfach nur besiegen. Überlass das mir. Ich finde diese komischen Igelfloh-Dinger sehr unangenehm. Weiß nicht. Die machen extrem Schaden, wenn die durchcasten können. Wir müssen schnell etwas tun. Mach ich. Ist das ein Gegner? Nee. Cloud mitten rein. Erstmal in die falsche Richtung laufen. Umschauen ist wichtiger. Hey, keine Angst. Wie war das Blitz, sobald er diese komischen Dinger aushaut? Ja, passt. So, jetzt müssen wir eine Spezialfähigkeit drauf machen. Ja, Arif hat mir kaputt gemacht. Oh, oh, oh. Jetzt nicht schlapp machen. Laut ist uns gar nicht gut. Arif, kannst du mir mal einen Supertrank werfen? Oh Gott, wir sind RIP, wir sind RIP. Was sind das Drecksgegner?
Megatrank. Schnell. Genug. Ich finde es halt auch ein bisschen dumm von Aerith, dass er nicht einfach weggesprungen ist. Aber KI, naja. Ja, ich will's ja so machen, Cloud. Das hat schon seinen Grund, warum ich das so mache. Gebe ich mir einen Limit Burst auf? Nee, egal. Oh. Ja, jetzt heilen wir erstmal Aerith hoch. Bumm. Nochmal. Und nochmal. Ich gehe. Kommt. Moment, kannst du mit beiden auf dem Arm springen? What the fuck? Danke. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen nicht so einfach zurück, oder? Das war viel zu einfach. Apropos einfach, wir brauchen neue Punkte für unsere Waffen. So, wo haben wir sie denn? Hier hatten wir, glaube ich, alles. Ja. Bei niedrigen TP Heilung plus 50%. Ja, das hört sich gut an. Selbst wenn es eine Heilmagie ist. Dann Aerith. 5 Punkte, aber da kriegt man nichts raus, oder? Ist ein bisschen zu wenig. Ja, hatte ich befürchtet. Reicht einfach nicht. Schade. Ach komm! Muss Cloud als letztes hoch. Definitiv ein Gegner. Jetzt Moment mal, Analyse. So, und jetzt impulsiv. Okay, es zählt aus irgendeinem Grund nicht. Keine Ahnung warum. Wie bist du so stark geworden? Wisst ihr, Cloud war mal bei Soldat. Wirklich? Warst du auch im Krieg? Streng geheim. Cloud darf wieder als letztes, oder? Nee, er darf sogar. Yep, das gibt's tatsächlich. Du könntest ja nicht mal Blitz draufhauen. Ah, die sammelt viel zu langsam Punkte. So, da hinten wird gerade Feuer gecastet, das ist gar nicht gut. Jetzt nicht mehr. Bin ich groß, das ist gescheit, auch Soldat. Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder Cloud? Ha, Cloud darf als erstes. Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll! Ja, richtig klasse! Schwusch, schwusch! Das geht so! Ein Schwert macht nicht schwusch. Hä? Du machst das viel zu langsam! Schwusch, schwusch! Dann halt wusch!
dann schwusch. Nein, erst schwusch, dann wusch. Oh Gott, sind die nervig. Stimmt's, Cloud? Cloud, ich erwarte jetzt ein Seufzen oder ein Ächzen. Deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Naja, wenigstens hat er keinen Gegner gesehen und die Kinder angegriffen. Das wäre ein bisschen daneben gewesen. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Nice. Was haben sie denn da hingemalt? Was ist das für ein Viech? Auf der Rutsche holt man sich sicher ganz viele Spreißel. Das ist sehr angenehm, darunter zu rutschen. Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Ist was? Vielleicht bin ich die Gestalt. Okay, das war sehr weird gerade. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, bis dann und ciao.